Mit der Entdeckung der Ursache ist die höchste Intelligenz da, die ihrer wahrhaftigen Natur nach mitleidige Liebe ist. Vielleicht gibt es nur diese eine Ursache und keine andere, das Denken. Geduld ist zeitlos. Geduld bedeutet Beobachtung. Sorgfältige, kritische Schritt-für-Schritt-Beobachtung. Das ist Geduld. In dieser Beobachtung gibt es keine Zeit. Wenn Sie aber ungeduldig sind, voranzukommen, dann laufen Sie voraus, ohne den Anfang zu verstehen. Denn solange ein Zentrum besteht, das ansammelt und im Werden ist, ist dieses Zentrum die Essenz des Denkens. Und ein Geist, der nicht frei ist, nicht frei von der psychologischen Struktur, die der Gedanke aufgebaut hat, ein solcher Geist kann unmöglich weitergehen. Er kann sich selber betrügen. Er kann in Illusionen leben. Rechte Handlung bedeutet eine Handlung, die gleichbleibend ist, unter keinen Umständen abweicht, genau ist, nicht auf irgendeiner romantischen, sentimentalen Vorstellung gründet. Folgen Sie dem? And is there such correct action? Gibt es eine solche Handlung? Action being Handeln, not based on some principle, das nicht auf einem Prinzip basiert, not based on some ideal, nicht auf einem Ideal beruht, not the result of personal or cultivated values, auch nicht das Ergebnis persönlicher oder anerzogener Werte ist. It is corrupt action. Sonst ist es korruptes Handeln. Wir sagen, Beobachtung ist die Enthüllung dessen, was vor sich geht. Tun Sie es jetzt, während ich spreche? Es gibt ein Handeln, das unter allen Umständen korrekt ist. Und zwar, wenn man die Tatsache des wirklichen Geschehens beobachtet, ohne jegliche Verzerrung. So, when we observe, wenn man also seine Bindungen beobachtet, sei es an eine Person oder ein Möbelstück, is the person who is attached different from himself. Dann stellt sich die Frage, ob die so gebundene Person etwas anderes ist als die Bindung selber. Verstehen Sie, was ich sage? Oder nicht? Therefore, when there is no division, sobald es keine Spaltung und daher keinen Konflikt gibt, whole process of attachment comes to an end. Endet der ganze Vorgang des Verhaftetseins. Please test it. Bitte testen Sie es. Don't accept a thing anybody says. Akzeptieren Sie nicht, was Ihnen irgendjemand sagt, einschließlich meiner Person. Testen Sie es selbst aus. That is, see actually what you're attached to. Erkennen Sie, an was Sie gebunden
an was sie verhaftet sind, ihrem Namen, ihrer Familie, Bruder, Schwester, Vater, Ehefrau, Bischof, Papst oder jemand anderem. Wenn das so ist, beobachten Sie das. But if you like to be attached, wenn Ihnen dieses Verhaftetsein gefällt, all the consequences of attachment, you're perfectly, wenn Ihnen auch alle Konsequenzen dieses Verhafteteins gefallen, dann ist das völlig in Ordnung. Niemand wird Sie daran hindern. If you want to find out, wenn Sie aber entdecken wollen, whether there is an action which is incorrupt, ob es eine Handlung gibt, die nicht korrupt ist, which is correct under all circumstances, die unter allen Umständen recht ist, then you have to be free, dann müssen Sie frei sein values, from all attachment, von allen Wertvorstellungen, von jeglicher Bindung. Because when you observe attachment, wenn Sie das Verhaftetsein beobachten, it is intelligence that is seeing, ist es Intelligenz, the whole process of it. Intelligenz, die den ganzen Vorgang beobachtet. Es ist nicht Analyse. So, where there is intelligence, wo also Intelligenz ist, there is correct action. Gibt es auch rechtes Handeln. Intelligence is not knowledge. Intelligenz ist nicht Wissen. Is not accumulated information. Ist nicht gespeicherte Information. Where there is insight into the attachment, wo es Einsicht gibt in dieses Verhaftetsein, ist diese Einsicht selbst die Intelligenz. Und aus dieser Intelligenz selbst entsteht richtiges Handeln. Yeah. Denn im Anhaften steckt Angst, Hate, anxiety, Hass und Sorgen. Similarly, if you are attached to an idea, to a belief, to a concept. Das gleiche gilt, wenn man an einer Idee, einem Glauben, einem Konzept hängt, an einem speziellen Bild oder Symbol einer Religion, dann ist Korruption unvermeidbar. And one of the factors of this corruption is authority. Einer der Faktoren dieser Korruption ist Autorität. Order is absolutely essential. Ordnung ist absolut notwendig. There is no relative order. Es gibt keine relative Ordnung. There is only order or disorder. Es gibt nur Ordnung oder Unordnung. You understand what we've been saying? Verstehen Sie? Either you are, there is complete order. Entweder ist vollkommene Ordnung da, or there is only disorder. Oder nur Unordnung. It isn't between something in es gibt between nichts dazwischen. What is in between the two is disorder. Was dazwischen ist, ist Unordnung. Was passiert, ist noch nie passiert. It's only the remembrance of that, from that you see it happened again. Es ist nur eine Erinnerung, aus der heraus Sie sagen, es ist wieder passiert. Das ist zu viel für Sie. So, the pattern, das Muster, which mind, the brain, welches der Geist, das Gehirn und damit das Denken geschaffen haben, has lived in this conflict from time immemorial. Lebt seit undenklichen Zeiten in diesem Konflikt. Und wir sagen, das ist seine Ursache. Und was eine Ursache hat, kann beendet werden. Die Ursache ist die Trennung zwischen dem tatsächlichen Geschehen und dem, was nicht geschehen sollte, dem Ideal. So, the ideal is non-fact. Deshalb ist das Ideal keine Tatsache. Always. Niemals. Only what is actually happening. Nur das, was wirklich geschieht. The actual happening is was tatsächlich geschieht, ist meine Angst.
meine Furcht, meine verzweifelte Einsamkeit. Und wenn man diese Einsamkeit beobachtet, sagt das Wort, ich weiß, was es heißt, einsam zu sein, weil ich das in der Vergangenheit erfahren habe. So ist die Vergangenheit mit der Gegenwart im Konflikt. Verstehen Sie? Gibt es also ein Beobachten ohne die Vergangenheit? Natürlich gibt es das. Dann ist die Tatsache nicht. Es ist der Deutende, der Denkende, der Erklärende, der Beobachter, der die Tatsache erschafft. Die Tatsache ist, ich bin wütend. Sobald ich das mit Worten und Ideen zuschütte, gebe ich dem Bedeutung und verstärke es. Sobald ich aufhöre, das Vergangene hineinzubringen, verschwindet es. Verstehen Sie? Probieren Sie es. Tun Sie es. So we are seeing cause of disorder. Deshalb sagen wir, die Ursache der Unordnung ist der Konflikt zwischen dem, was gerade geschieht, und dem, was sein sollte. Wenn es keinen Gegensatz gibt, wie Gewaltlosigkeit, muss ich mich mit dem auseinandersetzen, was ist. Verstehen Sie? Der Mensch hat in Unordnung gelebt. Und er hat nach jemand gesucht, eine äußere Instanz, der diese Unordnung klärt. Politisch, wirtschaftlich, religiös, sogenannt spirituell. In dem Augenblick, da er das tut, erzeugt er die Trennung. Wo Trennung ist, muss Konflikt passieren. Juden und Araber, Moslems und Hindus, Christen und Nichtchristen. Es gibt also nur Tatsachen und keine Nicht-Tatsachen. Dieses innere Feuer, das man Verlangen nennt, diese Flamme der Unzufriedenheit. Denn solange Unzufriedenheit nicht verstanden wird, nicht enträtselt ist, nicht zusammengebrochen ist, so dass man entdecken kann, was hinter Unzufriedenheit und Verlangen steckt, so lange wird man zwangsläufig Illusionen erzeugen. Illusionen in unseren Beziehungen, Illusionen im Hinblick auf das, was Wahrheit ist. Und ob es etwas jenseits aller Zeit gibt. Ich hoffe, wir sind uns hierin einig. Sehen Sie, Ihr Geist ist niemals still. Darf man das fragen? Gelegentlich vielleicht. Er ist niemals so still, dass Sie vollkommen beobachten.
nicht nur den Himmel und die Schönheit der Erde, sondern dass sie auch still, ohne jede Gedankenregung, die ganze Struktur ihres eigenen Geistes beobachten, ihres eigenen Wesens. Wenn sie es so beobachten, ohne Motiv, ohne Richtung und ohne Verlangen, dann ist dieses Beobachten eine Einsicht. Not accumulation of knowledge, but learning to act instant, immediately that which you have observed. Dann ist dieses Beobachten eine Einsicht und kein Ansammeln von Wissen, sondern ein Lernen, unmittelbar und augenblicklich aus dem zu handeln, was Sie beobachtet haben. Verstehen Sie? Sie müssen wahrnehmen, dass das Akzeptieren spiritueller Autorität die Freiheit zerstört. Ohne Freiheit gibt es kein Beobachten. Wenn Sie auf diese Weise beobachten, zeigt sich im Augenblick des Beobachtens das ganze Wesen der Autorität. But that means your mind is extraordinarily free and has the tremendous energy and capacity. Weil der Geist absolut frei ist und enorme Energie und Fähigkeit zum Beobachten hat. There is freedom from authority, which is in diesem Beobachten gibt es keine Autorität. And that insight is intelligence, which is the essence of learning. Und das bedeutet Einsicht, und diese Einsicht ist Intelligenz, der Wesenskern des Lernens. Wenn Sie den geistigen Zustand jedes Menschen untersuchen, so gibt es einen konstanten Faktor. Im Westen, Osten oder wo auch immer. Und dieser gemeinsame Faktor ist, dass alle Menschen schreckliche Zeiten durchleben. Elend, Verwirrung, Angst, Verzweiflung. Amerika oder in diesem Land. Sei es in Indien, Amerika oder hier. Das ist der gemeinsame psychische Faktor. Ihre psychische Struktur haben Sie also mit der ganzen Menschheit gemeinsam. Deshalb sind Sie kein eigenes psychisches Wesen. Den meisten Menschen fällt es sehr schwer, das zu erkennen oder dem zuzuhören. Weil sie so konditioniert sind, weil die gesamte Kultur darauf beruht, individuelle Erlösung, Erlösung durch einen Heiland, individuelles Streben, gegen die anderen etwas zu werden, in opposition to the rest, and so on and so on. Und so weiter. Can never be free. Ein Geist, der in Leid lebt, kann nie frei sein. Stehen Sie? And it's only a mind that is totally free from sorrow, we know what compassion is. Und nur der Geist, der vollkommen frei von Leid ist, kann wissen, was Mitgefühl ist. The act of compassion. Ein Akt des Mitgefühls. Is the act of intelligence. Ist ein Akt der Intelligenz. We mean by that word not the intellectual capacity of discernment. Mit dem Wort Intelligenz meinen wir nicht die intellektuelle Fähigkeit zu urteilen, zu unterscheiden, logisch zu denken, judge, zu urteilen, to weigh, abzuwägen. All that is the capacity of the intellect. Das alles sind Fähigkeiten des Intellekts. Mitgefühl geht einher mit Intelligenz und Weisheit. Es ist die eigentliche Natur der Intelligenz. Mit dieser Intelligenz können Sie vernünftig und logisch argumentieren. Und sogar mit der Fähigkeit zu Mitgefühl. Verstehen Sie? Love, compassion,
Liebe, Mitgefühl und das Beenden, das ist der Tod. You get this? No. Verstehen Sie das? You see, your mind's not quick enough. Sehen Sie, Ihr Geist ist nicht schnell genug. Want explanation. Sie wollen immer Erklärungen. We don't see immediately the beauty of that statement. Wir erkennen nicht sofort die Schönheit dieser Aussage. Finden Sie während Ihres Lebens heraus, das sogenannte Leben, all the travail of life, mit seiner ganzen Mühsal, whether you can end something happily, easily, without any conflict. Ob Sie etwas beenden können, freudig, leicht, ohne jeden Konflikt. If you don't, naturally, and this is not a threat, because it's absurd, Wenn Sie es nicht tun, und dies ist keine Drohung, weil das absurd wäre, werden Sie natürlich Angst vor dem And Tod haben. That will continue. Aber wir fragen, was ist dieses Etwas, das fortbesteht? You understand? Verstehen Sie? What is this thing, you? Was ist dieses Etwas, was ist dieses What is Du? You? Is it An actuality, ist es etwas Wirkliches? Or something put together. Oder ist es etwas, das zusammengefügt wurde? Your name, your form, your culture, your character, your dependence, yourself, you follow, put together. Ihr Name, Ihre Form, Ihre Kultur, Ihr Charakter, Ihre Abhängigkeit, Ihr Leid, put together, alles zusammengefügt. Can be undone. Das, was zusammengefügt wurde, kann rückgängig gemacht werden. Verstehen Sie? I wonder if you understand this. That which has been put together by was das Denken zusammengefügt hat. Right? I am K, I have this, I am that, I am popular, I am etc. Ich bin K, ich habe dies, ich bin das. Ich bin populär und so weiter. All das hat das Denken zusammengeführt. Right? The thought which has created the image of me. Das Denken, welches das Bild von mir, dem Ich, erschaffen hat. Das Ich ist sein Bild. Opposed to your image. Und steht im Gegensatz zu Ihrem Bild. Please follow logically. This is so. Bitte folgen Sie logisch. Das ist so. So this thing that has been put together by thought. Diese Sache hat also das Denken zusammengefügt. The thing that has been put together naturally dissolves. Und wenn das Denken aufhört, löst sich die zusammengefügte Sache natürlich auf. Can I living dissolve this thing? Kann ich also, bevor ich sterbe, während ich lebe, diese Sache auflösen? Society is created by each one of us. Die Gesellschaft erschafft jeder von uns. It isn't the creation of some strange individuals in the far past. Sie ist nicht das Produkt von Unbekannten aus ferner Vergangenheit. Superhuman God. Oder von einem übermenschlichen Gott. But the society in which we live is created by human beings. Die Gesellschaft, in der wir leben, erschaffen wir Menschen. Through their greed, through their competition, durch Ehrgeiz, Gier, Konkurrenzkampf, dauerndes Abmühen, durch Eitelkeit und Aggression und so weiter. Die Gesellschaft ist also, was wir sind. Und das ist wichtig zu verstehen. Deshalb ist wichtig zu verstehen, radically bring about a transformation in ourselves. Solange wir uns nicht radikal ändern, we always live in a corrupt society. Leben wir in einer kaputten Gesellschaft. And therefore that corruption brings danger. Und dieser Verfall birgt Gefahren, zum Beispiel Terrorismus, Kommunismus, all the divisive elements in society. Und alle spaltenden Please Faktoren der Gesellschaft. Bitte passen Sie It's auf. Your life, no?
Es ist ihr Leben. Entdecken Sie es selbst. Diese Freiheit offenbart Ihnen durch Ihre reine Beobachtung, ob es das gibt, was unsterblich, grenzenlos, jenseits von Zeit und Raum ist. Sie werden es herausfinden. Es liegt für jeden Geist bereit, der fähig ist, es zu erreichen.